Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Anno 1800, beziehungsweise einer Spezialreihe, die aber zu Anno 1800 gehört. Dazu muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Ich habe in der letzten Folge schon angekündigt, so, bei mir wird sich jetzt einiges auf dem Kanal ändern. Das liegt einfach daran, dass ich jetzt ein Vollzeitstudium in Maschinenbau angenommen habe, beziehungsweise halt nicht angenommen, ich wurde angenommen, so rum. Und das zieht natürlich auch nicht Zeit. Gleichzeitig habe ich mich jetzt auch auf einen Nebenjob beworben, der ist jetzt auch akzeptiert. Also das werde ich auch jetzt ab, ich glaube, nächste Woche Dienstag starten. Also für mich in 3-4 Tagen ungefähr. Das ist dann Nachhilfe in Mathematik, weil ich die sehr gerne mag und auch gut kann. Und das Ganze zieht natürlich dann deutlich mehr Zeit zusammen als vorher ein Vollzeitjob mit knapp 40 Stunden pro Woche. Das heißt, ich muss ein bisschen umstrukturieren. Weil mal abgesehen davon, dass der Nebenjob und das Studium jetzt mehr Zeit fressen, ist natürlich jetzt auch alles ein bisschen mit, ich sag mal, Lernen bestückt, statt mal eine Runde Age of Empires spielen oder so. Und deswegen habe ich mir überlegt, wie kann ich was ändern? Ihr seht jetzt hier schon einen Uploadplan, der natürlich komplett wirrwarr ist, weil da sind Assassin's Creed, Call of Duty, Warzone, Cyberpunk. Hier unten ist sogar noch, ich glaube, das war A Tale of Paper, Factorio, Hitman, Age of Empires. Da ist ja, und Nebukadnezar ist auch noch drin. Also hier ist richtig voll, ja. Wie man sieht, das ist übrigens der von 15.02. Da hatte ich, also diese Woche vom 15.02. Da habe ich am Montag 7 Videos hochgeladen. Dann 4, 5, 6, 5, 5, 5. So, das ist der neue Uploadplan. Und der ist anders aufgebaut. Den möchte ich euch einmal ganz kurz erklären. Und nach dieser Erklärung des Plans kommen wir darauf zu sprechen, wie es ab jetzt weitergeht. Aber die erste Folge dieser neuen Serie wird daraus bestehen, wie dieser Plan hier aufgebaut ist, warum ich mich dazu entschieden habe und was sich ab sofort ändern wird in Bezug auf die Anno-Serie oder auch generell. Angefangen bei 15 Uhr. Oder generell bei den Uhrzeiten. Ich habe 6 Videoslots und das schon seit ungefähr einem Jahr jetzt. Diese Slots haben auch einen Sinn, wie die sortiert sind. Und dann habe ich noch einen Spezialslot. Der Sinn dahinter übrigens ist, 15 Uhr ist immer für Strategiespiele. Das ist egal, ob es Age of Empires oder, keine Ahnung, ist eigentlich egal. Irgendein Strategiespiel, ja? In dem Fall ist es halt nur Age of Empires. Es kommt tatsächlich in Zukunft auch Spiele wie Stronghold dazu. Da sage ich aber später was zu oder erst im Projekt, wenn es rauskommt. 16 Uhr ist immer für Factorio reserviert, weil Factorio einfach eins der besten Spiele ist, die ich jemals kennenlernen durfte, die es überhaupt so auf dem Spielemarkt gibt, weil es fast durch und durch absolut perfekt ist. Es ist so gut gemacht, es ist perfekt ausgebalanced in allen Punkten, es ist einfach nur fantastisch. Deswegen kriegt es auch alle Videoslots an dem Tag. Beziehungsweise auf der Uhrzeit, nicht an dem Tag, sorry. 17 Uhr ist für Spiele, die zum Aufbauen sind oder zum Taktiken oder zum Wirtschaften oder für Simulationen. Das Ganze beinhaltet natürlich sowas wie Anno. Oder sowas wie halt, ihr gerade eben gesehen habt, auch Nebukadnezar. Oder Two Point Hospital, was ich damals gemacht habe. Oder Railway Empire, was ich damals gemacht habe. Die ganzen Sachen laufen dann auf 17 Uhr. Wenn der Tag übrigens, die Uhrzeit voll sein sollte, dann wird da auch kein neues Projekt hinzugefügt oder die anderen müssen weichen. Deswegen habe ich mir diese Regelung überlegt, dass man auf jeden Fall immer nur maximal ein Video in dieser Kategorie am Tag hat. Ja? Weil ich das sonst irgendwie für mich selber zu viel fand. So, 18 Uhr ist meistens für Projekte, die komplett zufällig auftreten oder die halt eine sehr hohe Wichtigkeit haben. Sprich, in dem Fall Payday, weil Payday einfach die mit Abstand am meisten fressende... Das ist das Projekt, wo die meiste Zeit drin steckt. Das ist das Projekt, wo das meiste Geld drin steckt, und zwar Tausende von Euros. Das ist das Projekt, wo die meisten Leute involviert sind. In dem Fall sind es knapp 20 Synchronsprecher. Es ist wirklich gigantisch. Deswegen ist dieses auch ein besonderes Projekt und das ist bei mir 18 Uhr. Deswegen kann es auch gut sein, dass 18 Uhr öfter mal leer ist. Aktuell läuft der Payday und das wird auch noch lange laufen. Und 19 Uhr und 20 Uhr bleibt noch übrig. Vorher, deswegen sage ich die beide gleichzeitig, waren die beiden für das Übrige. Das hat sich mittlerweile geändert. Denn 19 Uhr ist für alles, was übrig bleibt. Ja?
In dem Fall ist es aktuell Dark Souls 1, 2 und in Zukunft auch Dark Souls 3 oder Elden Ring, was dann jetzt rauskommt nächstes Jahr und so weiter und so fort. Also halt Spiele, die ich einfach generell gerne spielen möchte und die lade ich hoch. Dafür sind diese Uhrzeiten da. 20 Uhr ist ab sofort immer League of Legends. Und damit habe ich diese Auflistung der Uhrzeiten, fehlt nur noch die Auflistung der Tage. Und da dachte ich mir so, vorher hatte ich immer so ungefähr 5 Videos am Tag. Das war die letzten 2-3 Monate leider nicht ganz so möglich, aufgrund halt von der ganzen Corona-Umstellung mit Job und Studium und bla bla bla, ne? Und sehr viel Vorbereitungen in Bezug auf Payday, Anno, Factorio etc. Es ist sehr, 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 sehr viel Arbeit, die in den ganzen Zeug drin steckt. Und deswegen habe ich mir gesagt, okay, ich mache 4 Stück pro Tag. Ja? Bis auf Donnerstag. Da sind es 5 Videos am Tag. Dafür sind es am Wochenende 3 und 2. Ja? Kann natürlich mehr sein, aber ich dachte mir, so mehr als 4 will ich eigentlich nicht einschlagen. Außerdem habe ich jetzt was Neues gemacht, und zwar sind die Projekte nicht mehr nach Projekt sortiert. Sowas wie zum Beispiel Anno war alle 2 Tage. Ja? Also Montag, Mittwoch, Freitag, Sonntag, dann Dienstag, Donnerstag, Samstag, dann Montag, Mittwoch und so weiter. Ne? Ab sofort läuft alles im Wochenrhythmus. Das heißt, Anno ist immer dienstags, immer donnerstags und immer samstags. Und das ist halt mit allen so. Das heißt, dieser Plan hier zählt für jede Woche immer wieder. Wenn sich hier was ändert oder ein Spiel fertig ist oder ein neues Spiel dazukommt oder sonst irgendwas, dann werde ich dieses Spiel oder den Uploadplan generell abändern. Und der ist dann auf Twitter bei mir zu finden. Den werde ich anpinnen, das heißt, der ist immer ganz oben. Dann, ich muss mir eben die Musik um einen Punkt runterstellen, es tut mir leid. So. Dann, nächster Punkt, habe ich jetzt abseits von diesem Plan hier überlegt, wie ich die Projekte ein bisschen abändern kann, um halt Zeit zu sparen. Weil, wie gesagt, es ist halt alles ein bisschen schwieriger jetzt, ne? Weil meine Prioritätsliste habe ich mir dann so angeordnet, als ich mir das dann angeguckt hatte, dachte ich mir, okay, ja, YouTube ist mir persönlich unfassbar wichtig. Es ist mein absolut größtes Hobby und mit Abstand das, wo ich auch wirklich am meisten Zeit reinsetze. Aber das ist halt nicht mehr die Priorität Nummer 1. Und zwar ist die Priorität Nummer 1 ab sofort das Studium. Logischerweise. Priorität 2, der Nebenjob, damit ich halt auch ein bisschen Geldfluss habe. Weil das ganze Zeug hier bezahlt sich nicht selber, ja. Ich sag mal so, die teuersten Sachen sind natürlich sowas wie Auto, Sprit. Ich habe immer hier 2 Jahresvertrag mit einem Handy, wo ich mir ein neues überhole. Das heißt also, das ist halt auch nochmal 40 Euro den Monat dabei draufgehen. Dann die Sachen wie Office, Adobe Premiere, der Media Encoder, Photoshop, also die ganzen Sachen, die man halt so nutzt, die ganzen Programme. Dann Netflix, Amazon Prime, YouTube Premium, etc. 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 Ja, und da kommt natürlich eine Menge zusammen. Das heißt, der Nebenjob ist auf jeden Fall nochmal über YouTube. Solange YouTube halt, ich sag mal, in dem hobbymäßigen Bereich bleibt, was ich auch seit fast 10 Jahren so habe, kann ich natürlich auch nicht damit rechnen, dass sich das irgendwann ändern wird. Und logischerweise gehe ich auch nicht davon aus, bedeutet, das ist eine Prioritätsliste tiefer. Sollte sich das natürlich irgendwann in Zukunft ändern, kann sich das natürlich noch mal ein bisschen wechseln. Aber das wäre natürlich nur ein Wunsch. Irgendwie so ein Traum, so, ja. Und da fangen wir einfach mal an bei Age of Empires. Age of Empires ist einfach ein Projekt, was mir sehr viel Spaß macht. Und seit letztes Jahr Juni läuft, also schon sehr lange. Es wird wahrscheinlich auch immer noch bis irgendwann nächstes Jahr reingehen. Das wird eine sehr lange Zeit beanspruchen, weil es halt einfach, keine Ahnung, fast 200 Missionen gibt in den Kampagnen. Und die spiele ich alle auch schwer. Ja, also auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, der möglich ist. Und das ist geil. Ja. Kommt auch, wie ich es gesehen habe, sehr gut an. Also da bin ich echt froh mit. Und das ist halt bei den Aufnahmesachen die allerwichtigste Priorität. Weil selbst da werde ich mir jetzt zwischen diesen Uhrzeiten Prioritäten setzen. Und die werde ich halt einhalten durch, ja, keine Ahnung, ich gehe halt immer hin an der Woche und gucke halt so auf den Plan, was ist als nächstes dran, was ich aufnehmen muss. Sagen wir, ich brauche jetzt so auf den Plan, okay, Donnerstag
geht mein Age of Empires aus. Das heißt, als nächstes nehme ich Age of Empires auf. Ja? Wenn ich jetzt irgendwie überdenke, okay, danach wäre am Freitag Factorio, muss ich dann eine neue Folge machen. Ja, dann mache ich vielleicht, dann drehe ich das mal um. Weißt du, das habe ich so bis jetzt immer gemacht. Mal so nach Lust und Laune ein bisschen sortiert. Das kann man natürlich machen, ist auch cool, aber dann kommst du halt immer irgendwann in die Situation, dass du halt eine Sache nicht hinkriegst. Zum Beispiel habe ich halt Dark Souls 1 angefangen, habe übelst den Suchtfaktor bekommen und habe es gespielt bis zum geht nicht mehr und bin dann halt irgendwann bei den anderen Projekten ein bisschen in Verzug gekommen. So, ja, war ein bisschen schwierig. Das Ganze mache ich jetzt anders und zwar gucke ich jetzt auf den Plan, gucke, was ist als nächstes dran und das nehme ich auf. Weil mir macht alles Spaß davon. Das heißt, es wird auch alles kommen. Und da setze ich trotzdem Prioritäten, sollte mich mal die Zeit durchs Studium, den Nebenjob oder durch andere Einflüsse oder durch Prüfungsphasen etc. eingeschränkt werden. Und ich finde nicht die Zeit, diese Anzahl der Videos zu erfüllen. Da muss ich natürlich etwas wegschneiden, weil die anderen Sachen sind wichtiger. Und da gehe ich dann wie folgt vor. Das Wichtigste, Priorität 1, Age of Empires. Oder generell Strategie. Strategie ist einfach mein absolutes Lieblingsgenre in Spielen. Das wird immer die Priorität Nummer 1 sein. Priorität 2, Factorio, weil es einfach eins der geilsten Spiele ist, die es gibt. Das heißt, das hier wird auch eigentlich hoffentlich immer kommen. Priorität 3, der 19-Uhr-Slot. Dieser Slot ist ein Slot, den ich meistens sehr gut im Vornherein aufnehmen kann, weil es hier nichts Besonderes zu beachten gibt. Ich weiß, bei den Aufnahmen ist meistens ungeschnitten, man denkt sich so, ist doch alles einfach. Nein, ist es nicht. Es ist sehr, sehr viel Planung und Hintergrundsachen, die da laufen. Und vor allem halt auch mit anderen Leuten bei Sachen wie bei Payday. Sowas wie Age of Empires ist halt auch ungeschnitten, zieht aber halt sehr viel Zeit, weil die Missionen meistens 1,5 bis 2 Stunden dauern, ist also sehr viel. Ja, Factorio ist eine Riesenplanung hinter. Anno ist eine Riesenplanung hinter. Payday ist eine Riesenplanung hinter. Deswegen sind die 4 Projekte anders als 19 und 20 Uhr. Ja? Deswegen ist auch Priorität 15, 16 Uhr, dann 19 Uhr. Weil das kannst du einfach am Stück aufnehmen, fertig. Ja? Außerdem habe ich Dark Souls sehr weit im Voraus aufgenommen und das ist kein Problem. Also ich glaube, Dark Souls 1 müsste der letzte Tag irgendwann Ende Oktober sein. Also da ist noch gut was drin. Oder war das sogar Ende November? Ich bin mir gerade nicht sicher. Dann, Prioritätliste danach ist Anno. Anno läuft auch sehr gut auf dem Kanal. Die Aufrufzahlen sind immer sehr solide, finde ich. Macht mir auch sehr viel Spaß. Ist allerdings im Vergleich zu den anderen Projekten, ich sag mal, vom Spaßfaktor her tiefer angereiht, einfach aus dem Grund, weil das Spiel halt einige Probleme mitbringt, die ich auch oft genug angesprochen habe und mitunter halt vor allem die Performance. Ist natürlich immer ein bisschen schwierig, ne? Muss man ganz ehrlich dazu sagen. Dann ist 20 Uhr League of Legends dran. Und die ganz wichtigen Projekte 18 Uhr. Jetzt könnte man meinen, warum sind die ganz wichtigen und die super krassen Projekte, also so wie 18 Uhr, warum ist denn das so spät in der Prioritätsliste, also das letzte, und nicht auf Platz 1? Das liegt daran, dass diese Projekte eine riesengroße Menge an Zeit fressen und ich mich nicht auf die Tage konzentrieren möchte, wann das rauskommen soll, sondern ich immer gucken möchte, dass ich das ordentlich hinkriege, weil da eine Menge Arbeit hintersteckt. So als Beispiel gibt es dort sehr viele Skripte, das sind knapp 30.000 Zeichen, Wörter, das ist also eine doppelte Bachelorarbeit, ja, und das Ganze wurde halt eingesprochen von knapp 20 Synchronsprechern, die ich halt auch alle einzeln dann mit denen kommuniziert habe. Ich muss das Ganze dann halt noch mit dem Video selber zusammenschneiden, das Video selber überhaupt erstmal aufnehmen, dann die ganze Intro-Sequenz, wo die Synchronsprecher reden, den ganzen Schnitt davon überdingsen, also ist halt so viel Arbeit, wenn ich da halt gucke, okay, ich habe jetzt da 3 Tage, da 2 Tage Zeit, da will ich mich nicht hetzen lassen. Wenn es klappt, dann wären das die Slots, wo es erscheint. Sollte ich jetzt zum Beispiel zum Montag hin schon wissen, okay, ich kriege diese 3 Videos diese Woche nicht hin, lasse ich sie ausfallen und dann geht es nächste Woche am Mittwoch weiter, ja? Deswegen sind die in der Priorität unten. Ja, dann haben wir das schon mal. Dann gibt es ein paar Projektänderungen. Bei Age of Empires nichts. Dark Souls nichts. Factorio prinzipiell nichts, allerdings gibt es hier keine Überziehungen mehr. Das wird immer sich bei einer halben Stunde einreihen. Und bei Anno, da gibt es die größte Änderung.
Anno ist ein Spiel, bei dem ich tatsächlich gezwungenermaßen teilweise mehr im Hintergrund am Arbeiten bin als im Spiel selber. Das liegt daran, dass ich das Spiel nicht auf Casual-Weise spielen möchte, sondern ich ein großes Ziel verfolge in dem Spiel. Dieses große Ziel wird mir leider immer wieder durchs Spiel selber ein bisschen blockiert und durch den Zeitfaktor, und das möchte ich jetzt gerne ändern. Darauf kommen wir dann aber nächste Folge zu sprechen, ja? Und sowas wie die anderen Projekte hier, die bleiben relativ gleich, weil die halt alle das eigene Konzept verfolgen, also da kann ich nicht wirklich viel ändern. Aber kommen wir doch einfach jetzt doch schon zu Anno und nicht nächste Folge. Ich habe mir gedacht, okay, Anno hat eine Menge Planung. Und immer wieder in den Folgen die Planung nur anzuecken oder kurz drüber zu hovern, finde ich doof. Das gefällt mir nicht. Weil ich zum Beispiel jetzt 10 Stunden plane und 4 Stunden aufnehme. Dann habe ich daraus, sagen wir mal, vorher eine halbe Stunde gemacht, immer ungefähr. Dann hast du dann halt aus 4 Stunden 8 Folgen. 8 Folgen für irgendwie 14 Stunden Arbeit. Und dann ist das schwierig. Deswegen dachte ich mir, okay, komm. Erstens setze ich die Zeit runter auf eine Viertelstunde bis 20 Minuten. Maximal. Egal, was da ist. Außer es ist halt wirklich ein ganz besonderes Ding. Aber das ist halt nicht der Fall, hoffentlich, meistens. Ne? Und die ganze Planung, die nehme ich mit rein. Das wäre das hier. Und das liegt einfach daran, dass die Planung, so wie ich sie aufgebaut habe, das kann ich euch eben zeigen, das wäre alles ab hier. Ja, Produktion war ja diese Liste hier. Ich weiß, die ist sehr kompliziert im Aussehen, ist aber gestaffelt relativ sinnvoll, ja. In Excel ist man natürlich immer ein bisschen im Vergleich zu sowas wie jetzt Photoshop, ja. Weil das hier, ich sag mal so, mit Photoshop arbeiten sieht man natürlich meistens halt professioneller, übersichtlicher aus als jetzt zum Beispiel eine Excel-Liste. Wobei eine Excel-Liste selber halt meistens trotzdem mehr Informationen gibt. Ja? Und ich selber arbeite lieber mit Excel, einfach weil ich halt sehr viel Information brauche bei solchen Spielen hier. Und da gehe ich jetzt so vor, weil jetzt das neue DLC rauskam, The High Life, dass ich das Ganze neu anpacken werde. Kompakter, alles runtergerechnet, mit sehr viel Puffer und die Zahlen, die ich da alle eintragen werde, deutlich geringer. Schwierig wird's natürlich, weil wir Limits haben. Ansonsten könnte man hingehen und sagen, yo, ich mache 100.000 Investoren, aber du bist leider limitiert. Sowohl durch Performance des Spiels, als auch durch die Limits der Ressourcen, als auch durch die Limits des Platzes, als auch durch die Limits des Einflusses und auch zu guter Letzt des Limits der Handelswege. Das heißt, du hast 5 Limitierungen, die dich so stark einschränken in dem Spiel, dass du immer gucken musst, wie kriege ich das jetzt hin, ohne dabei auf die Fresse zu fliegen. Und das birgt eine Menge Hürden. Und daher kann ich diese Auflistung, die ich hier gemacht hatte, noch zu Zeiten Anfang des Jahres nicht mehr so gut nutzen, weil hier einiges dazu kam, ich einiges mal wieder abändern musste und da zum Beispiel solche Formeln entstehen, wie zum Beispiel hier beim Golderz, kann ich euch das mal eben zeigen. Die sind natürlich nicht mehr ganz so klein. Ist schwierig, ne? Jetzt ist das nächste Problem, das Ganze ist natürlich hier in einer sehr kleinen Schrift. Ich werde das gleich bei mir in der Aufnahme kontrollieren, wie es in 1080p aussieht. Kann ich aber auch schon mal gleich sagen, das ist schwierig zu ändern. Weil ich kann so die Zellengröße so vergrößern, ja. Ich kann euch das alles immer zeigen, dann wird es auch größer, keine Frage. Aber sowas wie die Formel etc. bleibt natürlich auf der gleichen kleinen Größe. Das tut mir leid, aber das war mein WhatsApp. Ja, und von daher werde ich noch gleich gucken, wie ich das Ganze dann hier mache. Ansonsten wird das Ganze hier kompakter gehalten. Sachen wie Items werfe ich komplett raus. Da komme ich auf auch in der nächsten Folge nochmal zu sprechen drauf. Ja, tschüss Deutsch. Und auch so andere Faktoren werden rausfallen. Die komplette Sortierung wird ein bisschen anders sein. Und wie gesagt, es wird alles ein bisschen runder. Und nicht mehr so präzise auf exakt 51 Gebäude, sondern vielleicht mal 60. Ja?
ist natürlich dann alles ein bisschen was anderes, ja? Und ich würde sagen, das wäre es für die Folge gewesen. Das waren jetzt 22, 23 Minuten. Das finde ich aber auch für die Folge zum einmal erklären wichtig. Und es wird auch immer übrigens beistehen, ob es jetzt eine Excel-Folge ist. Oder ob es eine Folge ist, die online dann im Spiel stattfindet. Richtig, ja? Ich sage jetzt schon online, sorry. Dann halt im Spiel stattfindet. Ansonsten, die Interesse haben, das mal mit Excel mit nachzuvollziehen, wie ich das Ganze rechne und was da alles hintersteckt und wie viel Arbeit das vor allem ist, dem würde ich empfehlen, schaut euch das gerne mal an. Dann würde ich sagen, danke schön fürs Zuschauen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.